Eine neue Ausgabe Wormatia aktuell. Danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Saisonendspurt, es wird ernst und darüber müssen wir reden. Ich freue mich, zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Wormatias Vorsitzender Jochen Schneider. Hallo. Und Wormatia-Fan Christian Becker. Schön, dass ihr da seid. Hi. Ja, das Trier-Spiel steht kurz bevor. Da könnte der Aufstieg klappen beim Erzrivalen Jochen. Das wäre ja alles zusammen, oder? Ja, das wäre mehr als Weihnachten, ganz klar. Aber ich gehe davon aus, dass die Meisterschaft nicht in Trier entschieden wird, sondern eher in den Spielen jetzt noch am Wochenende, beziehungsweise die zwei Spiele danach. Natürlich wäre es schon sehr vorteilhaft, wenn wir in Trier zumindest unentschieden oder sogar noch gewinnen würden, klar. Die Tabelle war ja etwas noch verrutscht, weil die Trierer hatten einige Spielausfälle auch wegen Corona gehabt. Ja. Da war die Vergleichbarkeit noch nicht so gegeben. Trotzdem unterm Strich, die Wormatia steht noch vorne. Wormatia ist, wenn man alles zusammennimmt, immer noch mindestens einen Punkt vorne. Trier hat ja vorgestern in Dudenhofen gewonnen. Jetzt haben sie auch das Nachholspiel in Mechtersheim. Wenn sie es jetzt auch noch gewinnen würden, wären sie bis auf einen Punkt ran an uns. Aber wie gesagt, den einen Punkt sind wir da vorne und den möchten wir auch gerne bis zum Schluss behalten. Unbedingt, das wäre wichtig. Im Zweifel nehmen wir auch das Torverhältnis. Aber wir sind da diesmal sehr großzügig, ja. Christian, wie ist es? Die Vorfreude, die steigt sicherlich auch bei euch, bei den Fans. Was nimmst du wahr, auch so in den Chatgruppen? Ach, es ist schon eine gewisse Anspannung da. Also ich habe jetzt auch die Woche mitgekriegt mit dem Spiel in Dudenhofen, wo eigentlich jeder, auch ich, im Prinzip gefiebert hat, dass es da wenigstens das 0:0 dann noch am Ende steht. Aber dann kurz vor Schluss haben die Trier dann doch zugeschlagen. Ja, was will man machen? Da müssen wir jetzt durch und noch sind wir vorne und da wollen wir bleiben. Ja, im Grunde ist es ja auch spannend, dass es bis kurz vor knapp so sein wird. Jochen, die Wormatia hat einige Aktionen geplant. Es gibt ein Kombi-Ticket. Was ist da möglich? Und du hast auch was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht. Ich habe mich dabei vorbereitet, habe was mitgebracht. Einfach nochmal zum Zeigen. Und zwar hier, ich genau. Möchte es hier geben. Genau. Wir bieten gemeinsam mit unseren Sponsoren, das ist einmal die Firma Kiesewetter, einmal die Firma Saat Schadensmanagement und Schrinner und Moos zusammen eine Aktion an. Das heißt Kombi-Ticket für 20 Euro, die Busfahrt, den Eintritt für 57, also der Stehplatz und noch eine Textilüberraschung, so wird es bei uns genannt. Man kann sich denken, was das ist, soll aber noch nicht veröffentlicht werden. Und das zusammen mit einem Paket für 20 Euro. Und wer dann statt zum Stehen auf den Sitzplatz will, der kann das auch in Anspruch nehmen. Dann kostet es da 33 Euro. Also wir haben jetzt Stand heute Abend, fehlen noch 40 Plätze, dann ist auch der dritte Bus voll. Also wir sind da optimistisch, dass wir diese 150, 155 Plätze quasi von Vereinsseite aus verkaufen. Sehr gut, trage ich mich direkt ein. Trage es einfach ein. Also das zeigt ja auch die große Resonanz und die Vorfreude. Ja. Mit wie vielen Auswärtsfans rechnet ihr in etwa? Also da wir davon ausgehen, dass die engagierte Fanszene eigene Busse chartert, gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir mit ungefähr 300 Leuten in Trier sind. Das wäre eine ordentliche Zahl. Das wäre okay. Für Worms ist das eine gute Sache. Trier, muss man fairerweise sagen, war mit 650 Mann in Worms. Das ist schon eine Benchmark in der Oberliga. Aber wenn wir 300 Leute motivieren, an diesem Samstag Nachmittag nach Trier zu fahren, wäre ich zufrieden. Gutes Stichwort. Es gab noch eine Verspätung sozusagen oder eine Verlängerung. Das Spiel findet nämlich später statt. Ja, hat uns auch etwas überrascht, muss ich sagen. Und zwar am Montag gab es eine Sicherheitsbesprechung in Trier. Da war auch der Lukas Schader und der Marvin Landl dort. Und da war alles okay gewesen. Und wir haben halt noch die einzelnen Dinge da durchgesprochen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist von Fanseite und wie das alles abläuft. Und dann kam für uns relativ überraschend eine E-Mail, dass die Polizei um Verlegung auf 18 Uhr bittet, weil freitagsabends das Relegationsspiel ist Dresden gegen FCK in Kaiserslautern und man davon ausgeht, dass so stärkere Polizeikräfte gebunden sind. Und um den Kollegen quasi eine Erholungszeit zu gewährleisten, wurde darum gebeten, das Spiel von 14 auf 18 Uhr zu verlegen. Also wer da gehofft hatte, noch in Trier vielleicht morgens zu brunchen, dann ist dann ein bisschen mehr Zeit. Ja, ich kenne einen, der ist zum Brunch eingeladen, hat einfach ein bisschen mehr Zeit zum Brunchen. Sagen wir so rum. So ist es. Genau. Also da tut sich was und natürlich die anderen Spiele sind auch wichtig. Ja. Der Fokus richtet sich auf das Trier-Spiel, weil das auch natürlich diese Rivalität ist. Ja, natürlich ist es die Rivalität. Ich muss auch vielleicht noch mal ganz kurz auf das Hinspiel quasi in Worms zurückblicken und so im Nachhinein. Natürlich war das anstrengend, es war stressig, aber es waren mal wieder mehr als 2000 Leute im Stadion und ich glaube, das hat dem ganzen Verein einfach mal wieder gut getan, mal gefordert zu werden, dass mal richtig wieder was los war. Und wir haben montags abends noch kurz in der Geschäftsstelle gesessen und haben das mal kurz so analysiert, auch mit Holger Busch und wie die ganze Freunde da heißen und wir haben eigentlich gesagt, schön war es mal wieder, könnten wir wieder öfters machen. Also man ist noch bereit auf eine größere Aufgabe. Vielleicht ja in wenigen Monaten. Das wäre unser Ziel, ja. Dieses Hinspiel in Anführungszeichen, Christian, da hatte man den Eindruck, zu zehnt
1:1, die Wormatia hat es noch geschafft. Das war auch für die Spiele danach irgendwie so ein Wendepunkt. Ja, das war schon ein richtiger Kick, den das den Spielern gegeben hat. Das sieht man dann auch, oder sah man dann auch in den folgenden Spielen, ein Kantersieg nach dem anderen. Gut, die Gegner waren jetzt nicht die Klasse von Trier, aber man hat schon gemerkt, da ist dann natürlich das Selbstbewusstsein gestiegen und man hat halt dann schon einen ganz anderen Zug zum Spiel, zum Ball. Und das Selbstvertrauen ist halt einfach Gold wert. Und dieses 1:1, das war ja ein Gefühl der Sieg gegen Trier. Das war wirklich ein Gefühl der Sieg. Eigentlich hätten das doch verdient gehabt, das Ding noch zu gewinnen. Die super Chance kurz vor Schluss, ne, wo der Trierer Torhüter schon eine Glanzparade ausgepackt hat. Aber es wäre schon, also verdient wäre es gewesen auf jeden Fall. Und ich denke, wir packen das. Und jetzt waren es 3 Heimspiele in Folge und 3 überzeugende Siege, auch gegen die vermeintlich schwächeren Teams. Warum war das so wichtig, da auch nicht nachzulassen und zu denken, wir sind die Wormatia, das läuft eh. So läuft es ja oftmals dann auch nicht. Genau, und dann verliert man genau so ein Spiel oder spielt unentschieden und dann fehlen ja zum Schluss diese 2 Punkte oder sogar 3 Punkte. Nee, da hat die Mannschaft wirklich sehr konzentriert gespielt, das hat gerade gesagt, und hat wirklich das durchgezogen. Wobei man muss aber vielleicht auch mal ein bisschen kritisch anmerken, das ist sicherlich der Corona-Situation geschuldet mit dieser Auf- und Abstiegsregelung. Man merkt aber auch, dass in dieser Aufstiegsrunde es eigentlich nur 3 Vereine gibt, die das wirklich ernst genommen haben oder auch wirklich mit Macht. Das ist Wormatia, Trier und mit Abstrichen Arminia Ludwigshafen. Wir haben in Karbach gespielt und in ihrem besten Torschütze war nicht da, weil er gearbeitet hat, weil er hat wohl nicht eingesehen, da freizunehmen, weil es geht um nichts mehr. Also den sportlichen Wert dieser Auf- und Abstiegsspiele habe ich etwas höher eingeschätzt, wie er tatsächlich war. Im Endeffekt läuft das tatsächlich auf diesen Zweikampf Worms Trier raus. Das ist so. Wir haben auch schon mehrmals darüber gesprochen, diese Version, das so zu spielen mit 2 Staffeln, war auch wegen Corona. Ja. Letztlich war es auch interessant, weil wir haben auch die anderen Spiele gehabt, aber letztlich, ich sehe es auch an deinem Gesichtsausdruck, du bist ein Fan der alten Regelung. Ich bin ein großer Fan der alten Regelung und bis zur Verbandsliga gibt es ja auch wieder die alte Regelung. In der Oberliga wird wohl nochmal ein Jahr lang diese 2-geteilte Regelung durchgeführt. Nochmal, ich meine, wir können es nicht ändern, aber sportlich hat es nicht das gebracht, was man sich sicherlich erwartet hat. Zumindest nicht in dieser Aufstiegsrunde. Mhm. Viele lassen es einfach austrudeln, hat man so den Eindruck. Ja. Christian, wie war es für dich als Fan? Also man hat ja auch eine Vorfreude, samstags ins Stadion zu gehen und freut sich über jeden Sieg. Aber der sportliche Wert von Duellen gegen Waldalgesheim oder Ähnliches, der war ja eher nicht so da. Ja, sicherlich ist er nicht so da. Also dennoch ist man natürlich als Fan das schon das geneigt hinzugehen und das unbedingt sehen zu wollen. Auch wenn man da vielleicht dann eher einen entspannten Nachmittag verbringt, weil man ja auch sieht, für den Gegner ging es um nichts mehr. Ich will jetzt nicht sagen, dass die letzten Gegner gegen uns abgeschenkt haben, aber dass sie sich jetzt versucht haben, mit Leib und Seele gegen das Drohne zu wehren, das hat man jetzt nicht so erkannt. Außerdem ist es ja auch ganz angenehm, wir haben über viele Jahre hinweg immer gezittert, alle 2 Wochen samstags, kriegen wir noch ein Gegentor. Die komfortable Position auch mal der Bessere zu sein. Natürlich, das ist ja sehr entspannt und sehr beruhigend. Also, das ist gut fürs Nervenkostüm. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat natürlich Christian Glibo. Wir wissen, dass er die Wormatia verlässt. Als du diese Nachricht gehört hattest, wie war das für dich, Christian? Ich war überrascht, habe eigentlich gar nicht damit gerechnet. Ich war doch schon irgendwie total geplättet, weil da auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ne? Ich hätte gedacht, okay, das läuft gut, wie es läuft. Und wie es grundsätzlich im Fußball meistens läuft, irgendwann funktioniert es nicht mehr so gut und dann trennt man sich. Aber dass es einfach so dann nach Ablauf der Saison dann endet, da wäre ich nie drauf gekommen vorher. Viele wissen auch noch ganz genau nicht, wieso. Jochen, kannst du kurz sagen, woran lag es? Es sind ja häufig viele Gründe. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Konvolut und viele Gründe gewesen. Und ich glaube, das sollten wir jetzt auch nicht hier rückbetrachten. Wir sollten eigentlich lieber das sehen, wie es gelaufen ist. Der Christian hatte mir zu Beginn dieser Meisterrunde versprochen, dass er mit 100% an die Sache rangeht. Und ich glaube, das hat auch bewiesen, dass er die Mannschaft wirklich eingestellt hat entsprechend. Und ich glaube, auch die Mannschaft folgt ihm und die ist auch wirklich dabei. Und sein Ziel ist, die Wormatia wirklich in die Regionalliga aufsteigen zu lassen. Das ist ja auch für seine Vita von großem Interesse. Und man sieht es ja auch jetzt an seinem Nachfolgearbeitgeber, dass er durch diese Leistung bei uns in den letzten 3 Jahren auch höherklassische Vereine quasi auf sich aufmerksam gemacht hat. Also ich sehe jetzt mal das Positive im Vordergrund, wie das jetzt war. Da kann man sicherlich drüber streiten, aber er hat alles das gemacht, was er uns versprochen hat. Und er wird, da hoffe ich drüber, uns auch entsprechend in die Regionalliga führen. Hoffen wir es zumindest. Ja. Du hast den neuen Arbeitgeber angerissen, kann man ja sagen. Ja. Eintracht Frankfurt, die neue U21. Ja. Ja. Bei den Frankfurtern, die haben ja jetzt auch noch große Chancen, einen Titel zu holen. Ja.
da hat er natürlich insgesamt ein paar bessere Möglichkeiten. Also er rief mich, und das fand ich auch wirklich okay von ihm, Montagmorgen an um 10 Uhr und wollte mich darüber informieren, dass um 14 Uhr eine Pressemitteilung rausgeht und wir sollten das, oder ich sollte es als Erster erfahren von Seiten des Vereins, weil er da, weil ich ein Ansprechpartner war. Und er hat dann darüber berichtet, dass halt in Dreieich ist ja dann der Standard der U21, dass er da halt mit ganz anderen Trainingsmöglichkeiten arbeiten kann. Er wird zweimal am Tag trainieren, 11 und 14 Uhr unter Profibedingungen. Er hat einen Co-Trainer, einen Athletiktrainer, eine Ernährungsberaterin und einen Psychologen. Das kann die Formatia sicherlich in der Form nicht bieten. Wir haben andere Vorteile, aber sag mal, das ist schon ein hochprofessionelles Umfeld. Und für den Christian, der Frau und Kind zu ernähren hat und das auch dauerhaft machen will, ist das sicherlich der richtige Schritt. Und mich erinnert so dieser Werdegang so sehr an den jungen Alois Schwarz. Das war ja damals genau das Gleiche. Die ersten Spuren bei uns, dann zum FCK und dann in den Profibereich. Und das traue ich dem Christian genauso zu. Alois Schwarz war auch vor wenigen Jahren beim Jahresempfang, ja. Und hat man erahnt, ihr seid immer noch im Kontakt? Ja, wir sind noch Freunde, ja, absolut. Ja. Und du sagst es, also andere Trainer sehen ja auch, was in Worms möglich ist und wie man sich als Trainer auch entwickeln kann. Insofern ist das ja auch für die Wormatia eine gute Referenz. Ich wollte gerade sagen, also wir haben jetzt einen Trainer Alois Schwarz, einen Trainer Bernhard Travis, der im Profibereich war, und jetzt haben wir einen Trainer Christian Klivo. Also ich glaube, die Wormatia ist keine schlechte Adresse für junge, aufstrebende, wenn wir Ex-Profis oder Nicht-Ex-Profis, die halt professionell Fußball spielen wollen als Trainer in höheren Klassen, sage ich jetzt mal. Ja. Und einen Ex-Profi, den habt ihr verpflichtet? Genau, das war dann die Rückkehr oder die Rückholaktion. Nee, das war ja dann, wie gesagt, relativ früh klar, dass der Christian geht. Und es gab Gespräche, an denen ich auch nicht beteiligt war, mit diversen Kandidaten. Und der Max war halt einer davon. Und Max ist dem Verein ja immer noch verbunden, war ja erst Spieler, dann Co-Trainer, dann sogar noch unter Christian Klibo. Die erste Saison war ja auch noch Co-Trainer. Dann hat er das Angebot bekommen vom Waldorf. Da haben wir ihn natürlich gehen lassen. Das war auch damals so besprochen. Und wir haben immer gesagt, wenn es sich irgendwann ergibt, freuen wir uns, wenn du wieder da bist. Und es hat schneller funktioniert, wie wir alle geglaubt haben. Und er hat hatte Angebot, auch beim Waldorf zu bleiben. Er hat gesagt, nee, komm, auf erste Cheftrainerstelle ist mir wichtig. Da weiß ich, was ich habe, und dann komme ich zur Wormatia. Und das fand ich okay. Und ich glaube, der wird das auch ordentlich machen, der Max. Ja. Du hast gesagt, du warst bei den Gesprächen nicht involviert. Das ist einfach eure Aufgabe. Ja, das war ich beim Kurt und den Norbert Hess haben die Gespräche geführt. Und das war okay so. Ja. Ich könnte eh nicht sportlich viel dazu beitragen. Du musst ja auch einverstanden sein. Ja, ich war bei der Vertragsunterschrift noch dabei. Ja. Ich kenne den Max ja auch schon aus dieser Zeit. Ein ganz netter junger Mann. Und wirklich, der wird auch seinen Weg machen. Genauso wie der Christian im Profifußball. Und das ist eine gute Station, um als Cheftrainer zu starten, die Wormatia. Also haben wir gerade besprochen, es wäre dann der Vierte, der schafft selbst als Trainer in den Profibereich. Und das traue ich Max zu. Und bei Max ist auch klar, das ist einer, der identifiziert sich mit der Wormatia. Ja. Als du die Nachricht gehört hast, Max Mehring, neuer Cheftrainer, was ging dir durch den Kopf? Ja, auch hier, das war ganz überraschend, weil man glaubt eigentlich, mal sehen, wir ihn jetzt aus dem Hut zaubern. Ne? Aber dass dann der Max Mehring nach so relativ kurzer Zeit wieder zurück war, okay, ich denke, die Chance hat er verdient. Zu zeigen, dass er was kann. Und ich denke mal, dass er sich in der Zeit, die er jetzt am Waldorf war, auch sicher einiges für sich mitnehmen konnte an Erfahrungen und an all dem. Also ich denke schon, er wird seinen Weg gehen und ich hoffe, es läuft gut. Man muss auch sagen, er hätte auch einen Vertrag für die Oberliga, ist das richtig? Er hat einen Vertrag für Oberliga und Regionalliga. Also das ist dann ein Zweijahresvertrag, das ist ja auch bekannt gegeben worden, sowohl für Oberliga als auch für die Regionalliga. Also das war von Anfang an klar, wir haben da auch mit offener Karte gespielt. Er kennt ja die Situation in Worms. Und das war für den Max kein Thema gewesen. Ja. Also auch ein Bekenntnis von Max Mehring zur Wormatia. Ja. Dürfen wir sehr gespannt sein. Natürlich, jeder hofft, dass es die Regionalliga wird. Natürlich. Wobei wir auch beide wissen, oder alle drei, dass es nicht ganz einfach ist in der Regionalliga. Wobei wir gehen und wir hoffen natürlich, dass die Regionalliga 2023 oder 2022 nicht die ist, aus der wir abgestiegen sind, 2018, 2019. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele Vereine sind ja nach oben weggegangen, wie Waldhof und Saarbrücken. Das waren ja damals die großen Vereine. Jetzt hat sich das doch alles wieder ein bisschen einnivelliert. Und die Etats haben sich wohl auch etwas nach unten wieder bewegt. Ich glaube, mit unseren Möglichkeiten, die immer noch sehr begrenzt sind in der Regionalliga, haben wir zumindest die Chance mitzuspielen. Ich weiß, wie das dann ist, wenn man dann wieder Heimspiele verliert, das wird dann nicht so begeistert wahrgenommen, aber es ist einfach so. Wenn man Regionalliga will, muss man auch das in Kauf nehmen. Wollte ich gerade sagen, also dann könnte es wieder sein, dass man wieder immer ziemlich spannende Spiele hat. Dann ist man wieder unter Spannung und hofft, dass halt mitten in der Nachspielzeit noch irgendwie das blöde 1:1 kommt oder vielleicht sogar noch
das 1-2 oder irgendwas. Trotzdem doch wirklich entspannten Verlauf. Ja, natürlich. Am Samstag habe ich es geschafft, das zweite Mal in der Saison meinen Sitz zu zerstören. Ich war aufgesprungen und habe ich wieder zurückfallen. Also es ist der zweite, der diese Saison kaputt gegangen ist. Also so entspannt war ich jetzt auch nicht am Samstag. Zeigt ja, dass du mit Leib und Seele 100%ig. Also tatsächlich, euer Anspruch Regionalliga, da freut sich jeder Fan drüber. Es gibt auch Stimmen, nicht nur bei der Wormatia, die sagen, lieber eine Liga drunter, erfolgreich, um mitzuspielen. Wie ist deine Haltung, Christian? Das ist so, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Also natürlich will man, ist man immer gern vorne mit dabei, ne? Anstatt immer nur unten rum zu krebsen und gegen den Abstieg zu kämpfen. Aber ich will eigentlich schon in die Regionalliga. Also das ist schon, das überwiegt ja doch. Ne? Also dann kämpfe ich halt gern gegen den Abstieg und schreibe mir die Seele aus dem Leib auf der Vortribüne. Kann ja auch zusammenschweißen. Also auf jeden Fall. Es soll nicht dauernd schlecht laufen, aber auch in schwierigen Zeiten spürt man ja auch die treuen Seelen, die dann ins Stadion auch kommen. Auch in den 11 Jahren Regionalliga auch schöne Zeiten gehabt. Ich meine, natürlich war das oft auch frustrierend, das gebe ich zu. Aber wir haben auch Auswärtssiege in Leverkusen 2, in Köln-Süd gehabt. Also da träumt man heute noch davon. Oder in der Hafenstraße in Essen damals zu spielen, das war ja wirklich ein Highlight. Natürlich. Also nichts gegen Tiefland, wie alle diese Vereine heißen. Aber wenn ich da wählen könnte, würde ich dann lieber die Regionalliga wählen. Jetzt gab es Meldungen, dass Röchlingen-Völklingen sich zurückzieht. Ja. Hat das Auswirkungen auf uns? Tja, also die Kollegen haben im Verband telefoniert. Ich hoffe, dass das Thema sich für uns zumindest erledigt hat, ja, weil eine komplett neue Saison zu spielen, was ja auch so mal so in den Raum geworfen wurde, sehe ich als unmöglich an. Also ich hoffe, dass man da Vernunft walten lässt und das ganze Thema dann in dieser Abstiegsrunde bearbeitet und die Meisterrunde dann quasi die ganzen Ergebnisse stehen lässt. Weil das wäre unmöglich, wenn da noch eine Veränderung gibt, meiner Meinung nach. Ja. Wie hat euch Max überzeugt? Also natürlich spielt es eine Rolle, dass er aus Worms kommt, aber er muss ja fachlich auch geeignet sein. Was hat er, welche Philosophie will er umsetzen? Was schwebt ihm davor? Also nochmal, da ich nicht dieser sportliche Leiter bin, soll bitte die Frage die beiden Herren entsprechend beantworten. Wie gesagt, der Max kennt unsere Möglichkeiten, der kennt die Wormatia. Und das wäre bei mir jetzt persönlich schon mal wichtig, weil es nützt ja nichts, wenn du einen Star-Trainer holst und kannst dem nicht das Material zur Verfügung stellen, was er braucht und gern hätte. Also Max weiß, was er sich einlässt und er kriegt seine Chancen, er wird sie auch nutzen. Und nochmal, ich bin überzeugt, dass wir mit ihm einen guten Fang gemacht haben. Ja. Es tut sich ja auch insgesamt einiges im Verein. Das Thema Kunstrasen hatten wir schon einige Male. Ja. Aber da geht es jetzt auch bei der Finanzierung. Ja. Nein, es geht, Also Kunstrasen, letzter Stand. Es sind alle Zusagen vom Land und von der Stadt Worms jetzt auch schriftlich eingegangen. Wir unterschreiben die Woche noch einen Darlehensvertrag für unseren eigenen Anteil teilweise zu finanzieren. Also das Gesamtprojekt, nur dass man das mal andeutet, kostet rund 320.000 Euro. Davon 160.000 Stadt und Land, also 80-80. Mhm. Und der Rest verbleibt bei uns. Wir haben einen gewissen Eigenanteil quasi auf unserem Sparbuch schon eingezahlt, müssen aber einen Teil fremdfinanzieren und werden aber einen Teil durch Aktionen versuchen, noch rezufinanzieren. Also wir machen wieder so eine Crowdfunding-Aktion, wie wir fürs Vereinsheim gemacht haben. Dieses Mal gemeinsam mit der Volksbank Worms, die sich da wirklich schön engagiert. Alltagshelden heißt das dann. Wir werden das noch entsprechend bekannt geben. Und wir machen dann nochmal am 2.7. so als nochmal als letzter Push nochmal ein Benefits-Essen in der Prinz-Karl-Anlage. Das hatten wir also in der Kapelle. Das haben wir 2006 schon mal gemacht, damals für den ersten Kunstrasen. Und hoffen dann in etwas schönen gesellschaftlichen Rahmen auch noch ein paar Mark für das Projekt einzusammeln. Jeder kann da teilnehmen, nicht nur die Sponsoren. Also Karte kann man jederzeit erwerben. 100 Euro, davon sind 50 Euro Spendenanteil und 50 Euro für Essen und Trinken. Also an dem Abend kannst du dein Portemonnaie quasi zu Hause lassen, immer mitbringen für die Formatzeit, für die Spende. Aber man braucht nichts für Essen und Trinken zu bezahlen. Wir werden dann Devotionale versteigern und mal gucken, dass wir noch einen Promi aus dem Fußballbereich irgendwo noch entsprechend präsentieren. Also es wird sicherlich ein schöner Abend. Also wie gesagt, ich kann jeden nur bitte und auffordern, unterstützt uns, weil jeder, der da kommt, ist toll. Also mein Ziel sind zwischen 80 und 100. Dann müssen wir noch ein bisschen verkaufen, aber das werden wir hinkriegen. Ihr habt ja auch ein gutes Netzwerk und es gibt engagierte Unternehmen auch in Worms. Genau. Da gab es auch ein Trikot eines weltberühmten Torwarts. Ist das noch? Das ist noch in der Geschäftsstelle und wartet auf die Versteigerung an diesem Abend. Der Herr Buffon hat freundlicherweise uns ein Trikot mit Widmung quasi zur Verfügung gestellt. Und zwar waren Mitglieder der Jugendabteilung vom AC Parma ja bei uns. Und wir haben dann mit denen nochmal Kontakt aufgenommen, ob sie uns unterstützen können. Und eine Woche später kam ein Päckchen und da war das Trikot drin. Also das war wirklich sehr, sehr unkompliziert und da haben wir noch mehr so Schmankerl gesammelt und die sollen an dem Abend entsprechend versteigert werden, um halt auch noch ein bisschen Geld für die gute Sache da einzusammeln.
Also ein Buffon-Trikot mit echter Unterschrift. Mit noch Widmung für die Bormatia. Ja. Also, hallo, wo gibt's denn sowas? Also doch mal, dass da einiges also ich schon mal sparen, Markus, weil dem Abend muss versteigert werden. Genau, ja. Jede Markt zählt. Ja. Das ist für mich leider nicht drin. Aber du sagst es, diese Aktion in der Prinz-Karl-Anlage, ja. Früher der Gerd Obenau hat auch oft moderiert. Ja. Das ist ja auch außerhalb des Platzes ein Zusammengehörigkeitsgefühl ja. zu demonstrieren. Und das ja. muss ja die Bormatia auch zeigen in der Stadt. Wir sind präsent, nicht nur am Samstag. So ist es. Also es haben auch schon ganz viele aus dem Verein herum Karten gekauft und ich gehe davon aus, dass noch einige Sponsoren noch kaufen. Wir haben jetzt, du hast es ja angedeutet, der neue Sponsor bei uns in den Reihen, die Firma SAT Schadensmanagement, die erst seit ein paar Wochen dabei ist. Die werden auch Karten entsprechend kaufen, haben sie uns die Woche zugesagt. Also es gibt wieder einen bunten Abend mit Leuten, die man alle so kennt. Das ist so wie in Worms immer. Man kennt sich, man sieht sich, man freut sich, manche mehr, manche weniger. Es gibt wieder einen netten Abend, sage ich jetzt mal. Essen und Trink ist frei, was will man mehr in Worms, oder? Naja, man hat es ja vorher bezahlt. Ja, aber es tut dann immer so weh, wenn man dann abends nichts bezahlen muss. Aber man soll das Portemonnaie mitnehmen dann für die Spende bzw. für die Versteigerung. Also wir hatten damals, 2006, 7.000 Euro eingenommen durch die Versteigerung. Das war eine schöne Aktion damals. Ja, ja ich also das erwarte ich jetzt diesmal nicht, aber wir hoffen, dass wir wieder ein paar Mark einnehmen für die gute Sache, also für den Kunstrasen. Ja. Jetzt ist das Trierspiel der nächste Höhepunkt. Christian, hast du schon Karten gekauft? Oder? Also ich fahre auch mit dem Fanbus mit, allerdings das nicht mit dem vom Verein, mit dem von den Fans und ja, ich freue mich schon wie Bolle. Du bist ja auch im Fanclub, habt ihr schon ein gewisses Ritual, habt ihr geplant, morgens noch was gemeinsam essen zu gehen? Jochen hebt schon einen Finger. Also das ist ja ein ganz besonderer Tag für die Bormatia. Habt ihr irgendwas geplant, was ihr da macht? Nein, also eigentlich, ganz ehrlich, ich habe da jetzt gar nichts geplant. Ich gehe da einfach frankenfrei da ran und ja, und freue mich drauf. Und Im Nachhinein, am Anfang war es da, hieß es ja, es wäre mittags das Spiel, jetzt ist es halt abends um 6 Uhr, aber da kann man sich noch schöner darauf vorbereiten. Also es ist wie so ein schöner Countdown da hinten. Also ist cool. Was ich ganz vergessen habe, wir helfen bei der Vorbereitung. Ab 12 Uhr wird es beim Harry gegrillt und der erste Frühschoppe gemacht, damit wir um 14, 14.30 entspannt in die Busse steigen können, um dann nach Trier zu fahren. Ich werde selbst mit meinen Kollegen, also Walter Zimmermann, mit dem ich ja immer bei der Auswärtsspiele unterwegs bin, habe ich Karten gekauft für den dritten Fanbus. Und wir fahren auch mit dem Fanbus. Aber wie gesagt, ab 12 Uhr geht es beim Harry los, wird eingeläutet den Tag mit einem kleinen Frühschoppe und ein bisschen gegrilltem. Also, wenn das nicht hilft. Ja. Das sind ja auch die Tage, an die man sich gern dran erinnert. Also der Aufstieg gegen Köllerbach war natürlich, wie viel, 4,5 oder so, waren im Stadion. Ja, ja. Christian Bolm hat getroffen. Genau. Also das sind Erinnerungen, die ja auch hängen bleiben. Ja, absolut, absolut. Ja. Wir hoffen, dass wir auch mit positiven Erinnerungen aus Trier zurückkehren. Wir werden unser Bestes dafür tun. Wir hoffen, dass die Mannschaft jetzt auch tun, aber es ist auch noch ein Gegner dabei. Also ganz einfach wird das ja nicht werden. Deswegen glaube ich auch nicht persönlich, dass in Trier sich das Thema entscheidet, wenn wir unentschieden oder. Aber ich glaube eher, dass wir dann Karbach und in Gonsenheim den Deckel quasi dann drauf machen. Ja. Gonsenheim gab es auch noch eine kleine Vorgeschichte. Ja, gut, das soll man aber nicht überbewerten, sage ich jetzt mal. Klar, das war halt so, aber das jetzt aufzurühren, die Mannschaft soll sich konzentrieren auf das Spiel, soll das in mir 3-4-0 gewinnen, sage ich jetzt mal, was sie kann von ihrer Leistungsfähigkeit her. Und das ist die größte Strafe, die man quasi an dem Tag dem Verein geben kann. Ja. Jochen, du hast schon so viele Bormatia-Spiele gesehen, du bist ja Rekordhalter bei den Auswärtsfahrten. Einer der Großen, ja. Seit Menschengedenken. Auch in deiner Amtszeit, du warst schon einmal Bormatia-Vorsitzender und jetzt, wenn du auch die Corona-Zeit Revue passieren lässt, welche Bedeutung hat jetzt dieser mögliche Aufstieg für dich, auch in dieser langen... Naja gut, also sagen wir so, ich sehe das jetzt, dieser Aufstieg, wenn er denn tatsächlich kommt, das ist jetzt das Ergebnis der letzten 3 Jahre. Man muss dazu sagen, er kann es bestätigen, 2019 war ja absolute Depression rund um die Alsaer Straße. Wir sind abgestiegen, was vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt nicht unbedingt notwendig wäre, aber ich sage mal, es war notwendig für den Verein, weil der Verein war ausgeblutet durch die Regionalliga. Wir waren viele Jahre am finanziellen Limit, am absoluten finanziellen Limit und trotzdem hat es nicht gereicht und oft nur durch Glück nicht abgestiegen. Also emotional war das eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Dann mussten wir Transformation machen vom Profifußball wieder zurück in den Amateur-Oberliga-Bereich. Also 2019 war keine gute Stimmung rund um die Bormatia, das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und die 3 Jahre, es hätte vielleicht auch nur 2 sein können durch Corona, wenn es nicht gewesen wäre, hat die Bormatia gebraucht, um sich wieder von unten so langsam heranzukämpfen, sage ich jetzt mal. Also
Nochmal, man hätte es nicht gebraucht, aber es war notwendig. Es hat uns in viele Bereiche geholfen, behaupte ich jetzt mal. Und jetzt sollten wir wieder den Schwung mitnehmen und versuchen, da oben uns halt, wenn wir denn hochkommen, festzusetzen. Sollte es nicht klappen, was ja auch möglich ist, werden wir es nächstes Jahr wieder versuchen. Also das werden wir auf alle Fälle machen und das, so sind wir auch aufgestellt. Ja, also das muss ich sagen, das ist ja vielleicht auch der Unterschied zu den früheren Jahren. Wir sind da finanziell sehr vernünftig gewesen. In den letzten 2 Jahre konnten auch selbst in der Corona-Zeit unsere Verbindlichkeiten reduzieren. Und nicht, dass wir jetzt große Gelder haben, aber zumindest so ganz so schlecht wie es früher sieht es bei uns jetzt nicht aus. Aber wir sind in der Lage, auch nochmal in der Oberliga zu spielen und auch entsprechend der Regionalliga mit unseren Möglichkeiten mitzuspielen. Klar, bei einem Aufstieg würde sich der Etat sicherlich etwas erhöhen, natürlich. Aber jetzt nicht signifikant. Also wir werden nicht verdoppeln. Wir werden auch keine Ex-Profis einstellen oder irgend sowas, was wir auch schon mal versucht hat, ohne da jetzt Kritik zu üben. Aber wir werden einfach mit dem Material, was wir haben, weitermachen. Da werden auch einige weggehen aus beruflichen, privaten Gründen und versuche die entsprechend aufzufüllen, um halt einen Kader zu generieren, der in der Oberliga respektive ganz over der Regionalliga mitspielen kann. Diese Depression damals ist ja noch gar nicht so lange her, hat ja auch dazu geführt, dass wir ein Pokalfinale gegen Kaiserslautern erste Mannschaft hatten, das man gar nicht so richtig genießen konnte, weil man noch so betrübt war vom Abstieg. Wie hast du das damals erlebt, Christian? Ja klar, natürlich, das war einfach nur deprimierend gewesen und dann halt auch noch dieses Finale und so wie es dann auch ausging. Was soll man da jetzt noch groß sagen? Ich war uns eigentlich schon aus dem Gedächtnis verbannen. Ja. Vielen Dank fürs Zurückholen. Sehr gern. Ich war ja damals in Stuttgart, das war ja das letzte Spiel, wo wir noch verloren haben. Das war einfach furchtbar. Ich war einfach froh, dass es einfach rum war mit der Regionalliga, weil es war deprimierend, wenn du halt jeden Samstag verloren hast. Und, ja. Kleines Manko natürlich, dass die Wormatia zum wiederholten Mal im Verbandspokal jetzt nicht sehr weit gekommen ist. Das sind auch immer Gelder, die man generieren kann, Aufmerksamkeit und manchmal auch eine Sensation. Ja, absolut. Warum hat es ja zuletzt nicht so gut geklappt? Ja. Also ich hab heute Morgen gerade mit dem Kollegen vom Trierischen Volksvolk telefoniert. Die haben ja die Woche in Dudenhofen gespielt und haben nochmal unser Spiel Revue passieren lassen. Wir haben noch 8 oder 9 Minuten 2-0 geführt, ich weiß gar nicht mehr. Und nach 16 Minuten stoßen 2 Spieler von uns mit den Köpfen zusammen, werden ausgewechselt. Das war ein Bruch und die gewinnen dann 3-2, 4-2, ich weiß gar nicht mehr, 3-2. Also hoch unnötig und hoch dramatisches Spiel. Also man hätte da gewinnen müssen eigentlich, aber war so. Aber Vorsaison ja auch, ne? Also ja, das ist ja, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ja. Also das wäre natürlich noch schön, wenn es mal wieder klappen würde, Das Regionalliga-Aufstieg plus weit im Verbandspokal zu kommen. Ja, also immer, also Verbandspokal ist jedes Jahr unser Zielpunkt, das ist so. Ja. Deswegen hatte ich ja gehofft, dass der FCK vielleicht doch mal in die 2. Liga aufsteigt, dass er da uns aus der Füße ist im Verbandspokal. Gut, schauen wir mal. Wird sich weisen. Wird sich weisen. Ich darf mich recht herzlich bei euch beiden bedanken, hat Spaß gemacht. Also ist immer wieder eine Freude, euch im Studio zu haben. Christian hat das letzte Mal noch seine Kutte dabei gehabt. Und gibt es was Neues beim Wormatia-Lied, was ihr noch im Studio eingespielt habt? Nee. Keine Aktualisierung. Also wenn es fertig ist. Und du hast ja gesagt, wenn es dir gefällt, dann wirst du es veröffentlichen. Warten wir mal ab. Sehr gut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank. Daumen drücken fürs Spiel in Trier, 21.05. Ja. Nicht mittags, sondern abends. 18 Uhr. 18 Uhr. Wir sind dabei und verfolgen es aufmerksam. Und Sie, liebe Zuschauer, hoffentlich auch alle mobilisieren, dass die Wormatia aufsteigt. Bis zum nächsten Mal.